Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Tower Fantasy. Heute ist hier Update. Dann gucken wir mal. So, dann passiert das für Dinge. Ein für den Lebenskrafttausch benötigter Verbrauchsstoff. Okay. So. Der entscheidende Abgrund. Dieser Server erhält eine. Mensch. Dieser Server erhält einen der entscheidende Abgrund-Buff. Die Abklingzeit der Fähigkeiten wird um 80% reduziert, gilt nach der. Gilt nicht für einige Waffen. Okay. Ich habe nicht mal genug für einen 10er Pool zu machen. Hä? Aber wieso habe ich schon 14? Wieso habe ich hier schon 14 Pools? Und wieso höre ich alles so leise? Wait a minute. Eigentlich geil. Aber sie wäre auch geil, weil ich hatte gesehen, sie ist eine gute Kombi. Mit Plotti und der Lanze. Ich stresse sie einfach mal. Thank you.
So alles Feuer. Darum ist es interessant. Sie ist eigentlich ein physisch und Feuer, wobei Feuer privilegiert wird. Na, das ist zum Haaren rauslaufen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist eigentlich sehr ärgerlich, weil ich würde sie schon gerne nehmen. Aber zum anderen hätte ich auch Interesse, Plotti weiterzumachen. zum einen natürlich wegen den Matrizen erhöht den Flammen- und physischen Angriff um 19% und die Wiederherstellung der Ausfallenergie von EP700 Himmelsfeuer um 100%. Der Set-Effekt funktioniert auch im Nebenhandslot und okay. Vierteile erhöht alle Elementarschaden um 21%, wenn wenigstens ein Flammenwerfer ausgerüstet ist. Erhöht nach der Verwendung eines Schwerenergiegeschosses den Schaden für 10 Sekunden zusätzlich um 8%, nachdem das Ziel mit Spiegelung getroffen wurde. Aktualisiert sich die Dauer von Spiegelbildung in Rüstungs... Rüstungsauflösung der... Okay. Was kann man überhaupt... Der Effekt... Erhöht den Flammenangriff um 20%, während Komm ins Spiel aktiv ist, fügt jeder Zug allen Zielen auf dem Brett zusätzlichen Schaden in Höhe von 120 des Angriffs zu. Der Set-Effekt funktioniert auch im Nebenhandslot. Nur das Set mit der höchsten Sternenbewertung tritt ein. Vierteilig erhöht den Endschaden um 22%, wenn Dualismus ausgerüstet ist. Wird der Crit-Schaden um 10% erhöht, gewährt beim Kampfeintritt 9 Stapel entscheidende Aufstellung zusätzlich. Der Set-Effekt funktioniert auch im Nebenhandslot und nur das Set mit der höchsten. Ja, das kennen wir. Ja, also interessant.
Mensch, ich krieg den nicht platt gemacht. Das habe ich noch nie gespielt. Mal schauen. Ja, doch. Thank you.
gar keinen Schaden. Thank you.
Yeah.
Puh. Von Plug, die etwas stärker würde ich besser dadurch kommen.国脈の御石は陰陽のごとく愛半ばする。 これにて終局。
実行中、少々お待ちください。 Schüsse, Kopfgeldjagden, das ist noch für 2 Tage. Dreimal sich anmelden, noch einmal sich anmelden. Passwort-Truhe noch öffnen, das dürfte ja kein Problem sein. Trick, Schüssel, Abbruch, einmal.
Hose! Hey! が開始します。 Waffen jetzt schon. Thank you.
Juck! Sieht ist er auch nicht da. Dann schauen wir mal nach wie ist der andere Dude, der Dude da? Thank you.
Alles, was möglich ist, jetzt mit den Wöchentlichen. Thank you.
glaube, ich habe nicht aufgepasst jetzt. Thank you.
Hallo, hallo. Moin, wie geht's? Hast du jetzt gesehen, was du mir geschrieben hast? Kein Stress. Ich hab noch nicht gepult. Willst du noch pullen oder? Ich komm später mal einen 10er Pool machen. Okay, okay. Das ist ja Glück, Merzig. Ja, ich hab mich den scheiß Schrotter auch vernähert. Ich geh grad noch zu Join. Einen Moment. Ich muss die Lautstärke etwas langsamer, leiser machen. Ich höre nur die Geräusche vom Kampf. Okay, das ist sowieso immer laut. Das ist immer immer noch stuck bei dem Spiel, ich komme nicht weiter. So. Oh, die sind eingewickelt. Ein Moment. So, jetzt müsste ich dich besser hören. Hallo, hallo? Ja, wo hängst du denn? Immer noch bei einem Liebe-Team. Mir fehlt genau ein einziger. Und ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich habe alle Domains bin ich durchgegangen. Ich bin durchgegangen, ob ich den bei den Statuen als Belohnung bekomme. Da bin ich schon mittlerweile bei Stufe 9. Mir fehlen noch 5 Geokurse, dann bin ich fertig. Du kannst doch den einen Kompass kaufen, wo du benutzen kannst, um die Geodings da zu finden. Ja, yeah, genau, ja. Aber das ist ja jetzt nicht das Thema, die finde ich ja, das ist ja jetzt kein Problem, aber das Thema ist bei mir, sind diese, mir fehlt halt diese Schlüssel, so ein Schrein, das ist das Einzige, was mir fehlt. Kannst du nicht googeln, bei welchen Sachen man die Schlüssel bekommt? Kann man probieren. Ja, sagt mir gerade, ich könnte einen Schlüssel durch eine Mission bekommen. Hast du dann alle Nebenmissionen gemacht? Noch nicht, nein. Dann kann es vielleicht darüber sein. Ja.
Ah, das muss er sein. Das ist der NPC. Ja, das ist er. Ich glaube, dann habe ich die Nebenquest noch nicht gemacht. So, mal gucken. Yep, ich habe eine Quest hier. Dann ist das wirklich der letzte Key. Wow. Kennst du diese Quest zufällig? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ne. Die Quest scheint relativ schnell zu gehen. Guck mal, gestern habe ich die ganzen Sidequests gemacht, bis ich fertig war. Hätte ich auch einfach machen können, dann wäre ich gleich fertig gewesen. Ja. Guck mal, schade, dass ich die nicht erwischt habe.
Kannst du mir erklären, wieso ich bei dem neuen Banner bereits schon 14 Pools im Counter stehen habe? Weil du im letzten Banner gepoolt hattest auf Plotty, oder nicht? Ja. Das zählt. Ah, das zählt, das ist übergreifend, okay. Ja, ja, ja. Was ich auch geil finde, Plotty ist wieder auch im Banner drin. Yep, habe ich auch gesehen. Aber diesmal sind es echt wenige Charaktere. Sind es sonst immer richtig viele? Finde ich ja. Aber gut so, dass nicht immer alle Charaktere da sind. Die haben also nur Feuereingedisch drin gesetzt. Genau. Sie wäre interessant, weil sie wäre auch ein Charakter, wo sie ins Team passen würde. Wer? Der neue Banner. Ah ja. Hab sie schon gespielt? Ich hab sie. Bisschen komisch, muss ich sagen. Es ist komisch. Zumal die Auto-Attack, also die normale, die fühlt sich so übelst langsam an. Also, ich habe 22 Rotkerne und 1800 Dunkelkristall. So rein theoretisch kann ich 30 mal poolen. Oh. Okay, okay. Mach's jemand, falls du dann poolen willst. Ja, ich zeig dir Bescheid. Ich guck nur noch, ich mache gerade alles von den Wochenmissionen. Wie ist es mit den Sachen von den Wochenmissionen? Wenn du schon welche gemacht hast, zählen die direkt beim neuen Pass dazu oder was du schon abgeschlossen hast, kriegst du nicht mehr dazu gerechnet? Das weiß ich gerade selber nicht. Weil bei Genshin dass du verlierst es, wenn du schon die Aufgaben angefangen hast, die Wochenaufgaben und der Banner kommt mitten in der Woche, der Pass, dann ist umgelaufen. Das sollte bei uns eigentlich, also sollte in Tokyo Fantasy eigentlich genauso sein. So, jetzt habe ich den Schrein, let's go. Dann weiß ich das fürs nächste Mal. Aber gut, ist nicht schlimm. Ich hatte schon 3 Teile fertig von den Wochenmissionen. Obwohl, doch, es ist schon ärgerlich, weil es sind aber viel. 800. Und 900. Was gibt's noch, was ich von den wöchentlichen Sachen machen kann? Melde dich 3-mal an, kann ich nicht machen. Das kriege ich morgen. Schließe einmal Wurmloch ab. Das habe ich ja noch nie gespielt. Ach, und dann.
Nein, durch das Eilung gibt man wieder 10 Pools. Finde ich gut. Wir finden 40 Pools, dann hätte ich den Charakter safe. Cool. Geil. Zehn habe ich noch ungefähr. 10 kann ich mir noch spielen halt, nur durchs Einloggen. Und erst 25 muss ich mal gucken, wie ich die herbekomme. Wir werden bestimmt wieder ein paar Updates machen. Hm. Wo man dann wieder viel Kristalle bekommt. Sam!
88% habe ich jetzt. Wow, momentan im Clan bin ich der, wo die meisten Spendenaufzeichnungen und Spenden diese Woche gemacht hat. Welcher Platz bin ich? Weißt du das? Warte, ich guck mal. Mit den Spendenaufzeichnungen bist du hinter mir mit 200 Differenz. Und die Spenden dieser Woche, das 350, hat jemand mehr? Nein, du teilst dir den zweiten Platz mit Danbrand. Keine Ahnung, das ist aber okay. Ich bin der Erste mit 1200. Dann hab ich 1000 oder was? 350. Okay, weil du von meinst, du mit 200 Differenz. Bei dem anderen Dings. Das zwei Werte. Das einmal die Spendenaufzeichnungen und die Spenden der Woche. Warte, ich glaube, der hat... Ah, nein, ich bin nicht Erster mit den Spendenaufzeichnungen. Da ist noch einer mit 9300.
Krass. Okay. Jetzt zieht durch. Und da ist noch ein anderer, okay. Da ist noch einer drin, der ist bei 12.000. Okay, dann bin ich auf den dritten Platz mit meinen 7.500. Und ich gehe noch weiter runter. 7.200, nicht 500. Und du bist dann Vierter. Nee. Wenn da nicht auch noch einer dazwischen ist. Nee, ich ging jetzt ganz nach unten. Vor 26 Tagen zuletzt um. Vor einem Monat zuletzt um. Mensch, das sind sehr viele Leute, die vor einem Monat um waren. Ich glaube, länger crashen der nicht zurück. Ah, doch, jetzt vor 2 Monaten. Kann es eigentlich die Leute kicken, die wirklich so 2 Monate inaktiv sind? Ich glaube nicht, dass die in nächster Zeit wiederkommen. Wie viel konnte der Clan überhaupt aufnehmen? Wo steht das? Hier. 150 oder glaubst du? Obwohl, es ist noch nicht so dramatisch. Wir haben noch mehr als die Hälfte an Platz für Leute zu rekrutieren. Ja. Also bei meinem Call of Duty Clan schmeiß da muss ich immer aufpassen, weil da habe ich immer, weil der offen ist, immer Leute, die reinkommen, und da muss ich immer nach einer Zeit Leute wieder rausschmeißen, weil das sind dann solche kurze Kerzen, die brennen, die spielen dann ein, zwei Wochen und dann sind sie nicht mehr um und dann muss ich irgendwann wieder Platz machen. Ja. Aber ich muss sagen, der Clan, beim Call of Duty Clan, der ist ziemlich aktiv, weil auch wo ich jetzt gut mehr wie ein halbes Jahr nicht aktiv gespielt habe, da waren andere Spieler, die haben wie regelrecht den Clan mit den Spenden unterhalten. Gott, ich habe ja auch schon länger wieder nicht gespielt. Auch zuletzt vor einem Monat oder so. Als die neue Map halt reinkam, habe ich es ein bisschen gespielt. Ich finde die Brille zu geil von Shinjis Vater. Stimmt, wir haben eine Brille bekommen, ne? Ja, ich habe sie an. Diese Area zählt alles mit zu der Chasm, Digga. Holy shit. Oh, Chasm, ich hab diesen Teil so gehasst zu machen. Ja, aber ich bin so weit weg und das zählt trotzdem noch mit zu der Chasm. I mean, guck dir das mal an. Warte, ich kann mal gucken. Wo bist du da?
Ah, du bist in dem kleinen Grasgebiet neben dem Chasm. Ja, Ja. das zählt dazu. Ja, das ist mir nie aufgefallen. Ich finde es ja auch so lustig. Du sollst eigentlich Geo nutzen, um gelbe Balken zu bearbeiten. Aber komischerweise kannst du mit einem schweren Schwert alles, was Geo angezeigt wird, damit zertrümmern. Auch wenn es kein Geo-Schwert ist. Und jetzt die Dinger hier. Ja. Ja. Mit Geo geht's halt am schnellsten, ne? Ja. Oder das Schwert. Ja. Klemmer. So, ich gehe jetzt mal eine rauchen und dann gucke ich. Ich glaube, dann fange ich mit den Pools an. Nice. Dann hätte ich 30 Pools, vielleicht mit Glück ziehe ich was, wenn nicht. Muss ich noch mal 40 Pools sammeln, dann kriege ich sie vielleicht. 50-50. Ich glaube, ich habe bis jetzt immer 50-50 verloren. 80% habe ich verloren, da bin ich mir ziemlich prozent sicher. Bis jetzt, seit ich es spiele, habe ich auch nie wirklich einen Charakter gezogen innerhalb dieser 80. Passiert meistens immer danach, ne? Ja. Wenn du die 120 da voll hast, holst du den da einfach. Aber gut, wenn ich es schaffe, den Charakter zu ziehen, dann werde ich danach eher drauf pullen, mal die Matrizen für Plotty zu ziehen. Stimmt, da ist auch noch Zeit. Weil sie ja Weil. wieder da ist. Genau, da würde ich wirklich eher auf die Matrizen gehen, wie jetzt Plotti nochmal zu ziehen. Ich habe gesehen, dass die wieder mal das Bild resettet haben. Haben alles wieder wie normal gemacht. Wie damals halt in Tower Fantasy aussah. Auf Startbildschirm und so halt, wenn du reingehst. Ja, habe ich gesehen. Und ich habe gesehen, wo ich die einsetzen kann. Bis gleich, ich komme gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.
Oh ja, die schönen Windschatztruhen, wo man drüber springen muss. Yep, aber nervt, wenn man dagegen fliegt. Und ich finde, der Kompass ist so hilfreich mittlerweile. Nein, das solltest du jetzt eigentlich nicht machen. Oha. Die uns mir nicht fehlen. Wo ist das Team gemacht, habe ich gehört? Wie? Ja. Du hast das Team gemacht? Ich bin bereit. Warte. One minute, one minute. Okay, kannst. Ready? Okay, dann machen wir mal den ersten an. Welchen PD war es jetzt? 15, ne? Ja. Wow. Der erste war mal nix. Also, ich habe kein Early bekommen. Ich habe erst beim 80. Pool einen goldenen bekommen, habe dann sogar noch verloren. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen, ich habe einfach rausgemacht. Ich glaube, es war die Schildfrau. Zum vierten Mal oder so habe ich die jetzt schon bekommen. So doppelt. Ich habe die jetzt schon C3 und mehr. Der zweite war auch nix. Also die hätten mir wenigstens einen von den neuen gegeben können, aber ja. Schade.
noch 36 Pools bis zu 80. Man kriegt ja noch genug Pools jetzt mit dem Event. Ja, mal mit den ganzen Events, die jetzt noch kommen. So, Pools und auch Fendi sind echt nicht schwer zu bekommen. Finde ich auch gut. Kann man auch Free-to-Play sehr weit kommen. Ja, definitiv. Also das Game ist definitiv Free-to-Play freundlicher als Gadget. Ja. Ich glaube, Genshin darfst du gefühlt zwei Seasons skippen, um dann erstmal einen Charakter garantiert zu bekommen. Ich habe Tower of Fantasy eine Season richtig durchgezockt und habe, keine Ahnung, 5-6 Charakter gezogen. Gut, das war ja aber auch gerade Event drin. Also nicht gerade, sondern letztens. Jetzt ist es ja weg. Dass man sich da mal einen Charakter aussuchen konnte. Ja, aber man muss ja auch sagen, also jetzt, wo ich jetzt wieder angefangen habe zu spielen, ich hatte ja so viele Pools jetzt. Ja. Was ist ja auch Asuka C6 bekommen? Das war ein richtig Schlag, also da muss man sagen, das war ein richtig Schlag. Ja, der King war trotzdem mal dabei. Ja, definitiv, den habe ich auch gleich fertig. Ich glaube, King fehlt mir nur noch... Ah, noch zweimal. Noch zweimal, dann habe ich die Waffe fertig. Wow. Könntest du dir vom Prinzip holen, würde ich dir aber nicht empfehlen. Ich glaube, nee. King ist so dein Charakter. Die, wo, also die Arme, die will ich fertig haben... Weil das Ding ist wirklich richtig gut für alles, was Verteidigung ist. Oh, ich habe einen Geopulli gefunden. Let's go. So, Shiro ist auch noch interessant, weil die habe ich quasi die Matrize noch fast komplett. Ja, von denen habe ich zwei Sets voll. Mittlerweile benutze ich die noch, um mein altes Set voll zu machen, weil die kriegst du richtig schnell. Oh, das war ja eine Quest. Ja, du kriegst die alleine durch den Suppressor. Da muss ich auch wieder Omnium-Kristalle sammeln. Dann kann ich da auch die nächste Stufe erreichen. Was hat man eigentlich genau davon, die das Simulacrum von einem fertig zu machen? Wie meinst du fertig machen? Also du kannst ja die ja mit Geschenken ja aufbauen. Ah ja, es gibt zwei Stufen, da kriegst du eine, sagen wir mal, in der Art passive Fähigkeit von denen. Die kannst du dann aktivieren, dann hast du zum Beispiel bei manchen Charakteren, die geben zum Beispiel 18% mehr Endschaden. Okay, ja, weil zum Beispiel bei Asuka habe ich die 4000 schon und da habe ich Perfektion und das gibt mir die Fähigkeit Endschaden 18%.
Siehst du, Endschaden da, ja. Endschaden ist halt der Schaden, der am Ende gemacht wird, mit allen Buffs zusammengerechnet. Kriegst du dann nochmal. Aber mehr den, der Buff zählt nur, wenn ich diesen Charakter auch nehme, oder? Nee. Den Buff kannst du selber aktivieren. Okay. Was ich nicht verstehe, ist der letzte Punkt. Da steht einfach Avatar Pilot bei ihr. Das ist ein Avatar dann. Ein Bild, was du als Profilbild nehmen kannst. Okay, das ist einfach ein Bild. Aber das ist doch das Bild, was ich schon habe. Wait. Ah nein, das ist ein anderes Bild. Nee, das ist das Bild, das ich schon habe. Zeig mal. Weil, guck, das ist dieses Bild. Und wenn ich jetzt. Ups. Wenn ich jetzt hier hingehe. Wochen. Das ist nur mal. Das ist meistens immer ein anderes, was sich bewegt. Ah, okay. Glaube ich mal. Ja, doch, das müssten diese beweglichen Bilder sein. Am Anfang kriegst du eins, was sich nicht bewegt. Und dann, wenn du die auf Max hast, kriegst du eins, was sich so bewegt. So ein GIF in der Art. Ah, oh, cool. So wie ich hab. Kannst ja bei mir gucken. Ich hatte auch so ein GIF. Dann schon. Als mein Bild drin. Aber natürlich. Ah, okay. Jetzt sehe ich. Ja. Das war, weil ich diesen Charakter halt komplett hoch gemacht habe. Ja, cool. Haupt kann ich Pen noch leveln. Ja, den kann ich noch leveln. Oh, 99 Stück. 999 Stück. Sieht bei mir genauso aus. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit dem machen soll. So. Stimmt, ich habe noch hier noch separate Missionen, die könnte ich machen. Geschichte. Ich glaube, von denen habe ich noch gar keine angefangen. Ja, stimmt, die habe ich noch alle zu machen. Und da kriege ich auch noch guten Loot. Fangen wir mal die mal an.立て申し訳ございません。今年はデータベースがハッキングされ、非常に重要なデータの一部が消えました。データユニットにはセキュリティプログラムを導入していますが、アイダの子なら、盗まれたデータユニットは エクセキューター、準備はいいですか？よろしい。では 直ちに出発しましょう。 Du hast ja auch morgen frei, oder?
jetzt ist doch Feiertag. Jep, ich habe aber trotzdem nicht frei. Aber dafür übermorgen und übermorgen. So, drei Geopolis. Ich sitze langsam echt auf Eis, ich weiß echt nicht mehr, wo ich suchen soll. Verdammt, die scheiß Brille, die leuchtet so hell. Auch mal diesen typischen Anime-Effekt von Drillen. Warum leuchten die? Keine Ahnung. Dann immer noch besonders, wenn die Charaktere in irgendeiner dunklen Ecke sitzen, siehst du auch immer noch so ihre leuchtende Brille. Ja. マッチング成功。結果はメリルの意識のかけら7です。 ようやく目が覚めましたね。先ほどデータを回収、あなたも無事だったことですし、任務を続けましょう。先ほどケンチキが判、データによるとメリルには双子の弟がいます。名前はビクトル。ある戦争で行方不明になった後、メリルはビクトルを探し続けています。 警告、エナジー探知機に強力な反応。エクセキューターに緊急事態。私について来てください。10時の方角でエナジー探知機が反応し、地雷源は危険です。 Ja, das erinnert mich schon an Genshin. Was erinnert dich? An Genshin, wenn du durch diese Kreise fliegen musst. Ja, ja. Das waren ja auch immer diese täglichen Missionen, wo du durch diese Kreise fliegen musst. エクセキューター、できる限り衛兵を避けてください。警告、エナジー探知機に強力な反応。大量の敵を検知、排除を優先してください。エクセキューター、敵の殲滅に向かってください。 安らか眠れ。逃げても無駄。敵の第二波が襲来します。再び戦闘に備えてください。凍結粉砕。 前方の対象をスキャン。 どんどん本当に。
またメリルの過去を見たのですね。彼女のデータはエナジーレゾナンスがデータの位置するエリアで放射線指数が基準値を超え。Hey, ich weiß nicht warum, aber sobald ich alle Krimi spiele, wird alles dunkel. Der Himmel wird einfach dunkel, siehst du das? Ja. Das ist doch wegen ihrer Fähigkeit. Das ist eine dunkle Aura. Sie macht den Tag zur Nacht. が不安定です。しばらく休んでいてください。メリルの意識のかメリルのデータは回収。帰りなさい、メリル博士。私はこれからシューリーのレポートに同様の現象は以前にもありました。ビクトルは未だ死す。では本題に戻りましょう。その点はご心配なく。帰りなさい、メリル博士。私はこれからシューリーのレポート同様の現象は以前にもありました。しかし
あなたのようビクトルは未だし。では本題に戻りましょう。私はめその点はご心配。のエクセキューター、速やかにジェラルド事務官のところへ報告に行ってください。第9地区のエクセキューター、速やかにジェラルド事務官のところへ報告に行ってください。え、ハガードで何か起こったのか？もうこれ以上は何も思い個人のデータベースの利用究明済みです。ようこそ。天気予報は1、任務の依頼は2、司会試験等は3、食事のお誘いは4を押してください。ではルールはご存知の通り、さ宅配便ならあれ、ベンジスのあなたも彼女に会った。君は？私はシューマー。へえ、私へえ、ど、いえ、俺たち。でも無駄足で。子ネズミちゃんはネズミ捕りのチーズに飛びつくってね。あら、もう手遅れきね。時間が経つのは遅いわね。3、2、
な顔なの？おいな。シューマ、だ。ええ、大丈夫。あの子。ベンジスのホテル。メモには住所がはっきり書いてある。彼女は変人。宮手のものだ。シューマ、どうした？シューマ、この手が…ごめんなさい。隠すつもりはな…おばあさんは一人でここに？ええ、私は忙しくてあまり帰れてないけど、今も一人で暮らしているわ。幸いなことに今は元気だし、みんなもいろいろ面倒を見てくれるから安心だわ。ただ、さすがに年だから記憶も曖昧みたい。何かおかしなことを言い出しても気にしないでね。おばあちゃん。あら、まあ、パパを探しに来たのかい？あの子帰ってき、あんたたち、この後だ。おばあちゃん、ついてきて。あ、プツン、ich hab keine Ahnung, wie ich sie noch finden soll. シューマ、すちゃんのやつは schon am Ende。メモにあった住所だけど。ハガードの書類で前に。プロジェクトってどんな？つい余計なこと考えちゃった。じゃあ、元気。
遅かったわね。どういうこと？さっき。Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe eine Gegend gefunden, wo ich noch nicht wirklich war. Voll vergessen. Passt. Kann ich doch vielleicht noch mal hier ein paar Prozent finden. Yappari. Kenkyūjō no security system ga hacking sareta. Display no jōhō o mite.この謎の真わからない。手当たり次第調べてみましょう。今度は本気よ。チャンスはあげるわ。7% の外でセキュリティコードを見つけたわ。数字を覚えてる？扉が開いたぞ。急がないと。
シューマ。ドクターホアキ、状況は分かり、ふざけたこと。未公開プロジェクトです。ハガー計画の目的は T-04 の名はシューマー。そう、彼女は他の T-04 との関係を思えば、あの子の気持ちも理解。本部が彼女、私もこの件は、気も近いというな。何かお困りですか。いいところに来てくれました。Irgendwie riecht es in meinem Zimmer nach gebratenem Reis. Okay. Ja, vielleicht hat es dein Mikrofon sowas gegönnt oder so, keine Ahnung. Ich dachte, er würde schon pennen. Es ist. Okay. Ja, es, doch, der kocht sich schon, weil es riecht voll stark. Ich komme gleich wieder, nicht dass irgendwas, nicht dass die Kochstelle an ist. Okay.
So, bin wieder da. Ja, mein Mitbewohner, der hat sich schon ein Steak gemacht. Jetzt ist doch. Dass da dein Mitbewohner im Spiel ist. Heute null. Sicher gehen, dass nicht einfach die Kochstelle an wäre. Und weiß ja nie. Was ich immer traurig finde bei MMOs, die eine sehr große Map haben, ist natürlich geil, dass die Map zu groß ist, aber du hast ganz oft in den MMOs, dass du dann Gebiete hast, wo du dann Missionen hast und danach im späteren Verlauf gehst du nie wieder dahin. Konnichiwa. So. Oh, ich habe ein gutes Spot gefunden. Let's go. Hier sind noch ein paar Sachen. Haben wir schon Seli gesehen? Noch eine Kiste. Jetzt fehlt eins von den Dingern. Wo ist denn das? Bin ich blind? Die Fackel entzündet. Das ist jetzt sein. Ah, hier. Blind. Was ich immer gehasst habe, waren diese unsichtbaren Fackeln. コバルトさん。 バルトさん、そういえば最後に必要な部品って何なん？最後に必要。
Für die Dinger, da gab es so eine Quest, oder? Ja. Ich weiß nicht, was ich schon gemacht habe. Da musstest du alle Säulen aktivieren. Damit du dann in den mittleren Tempel reinkommst. Ist das eine World Quest? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Dann habe ich die definitiv noch nicht. Da kann bestimmt dann auch mal was rauskommen. Du musst egal wie da rein, weil da ist auch einer dieser Okulusse. Schau mal, der ist zu, ne? Also war ich da noch nicht drin, ne? Ne. Boah, weißt du, wie ich die Quest starte? Ich glaube, du musst alle Säulen zuerst aktivieren. Ah, jetzt habe ich's. Perfekt. Und wie aktiviert man die? Weißt du das? Wie war's nochmal? Ich glaube, du musst an einer Seite hochklettern. Aha. Ah, stimmt, du musst die Kugeln alle da reinsetzen. 8 Stück, ich brauche aber 9. Das Problem ist, ich habe gerade gesehen, da diesen, ich bekomme den letzten, bekomme ich von der Statue. Das heißt, ich muss noch einen Geokulus finden. Ja. Oder 2 zumindestens. Aber guck mal, hier krieg ich auch die ganze Zeit Kisten. Das ist mega gut. Das ist mega gut. Gut, ich markiere mir mal alle, die ich schon gemacht habe. Aber nur mit dem Dings hier. Damit ich Bescheid weiß, nicht, dass ich dann wieder hochklitter. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt alle machen kann. Guck mal, das bringt auch nochmal viel Chest. Das könnte dann die letzten 5% werden, wenn ich Glück hab. Ja. Ah, geil. Hier stehe ich für den Jet nochmal 12. Ah, da. Ja, drinnen hast du ja noch diesen einen Boss. Dieser komische Golem, der fliegen kann. Wie der immer runterfällt. Was war das denn gerade? Die haben einfach meine Ult, meine E aufgehalten. Und ich konnte sie nicht nochmal aktivieren. Ich weiß nicht.決まった作業時間に縛られるのが渡された時間もしっかりいただ。データベースの呼び出しを試みました。いや、懐かしいな。コバルトさん、予想していた通り。から分かれて行動します。ショート現象を発見。発電機室で電気回路の補修作業を行う。回路は途中で切断されており、電力供給には修理が必要です。付近をチェック。発電機室を捜索。Das sieht schwierig aus.
Ich bin richtig froh, in Tower Fantasy geht Mia nicht so auf die Nerven wie Palmer. Meinst du Mia oder was? Ja. Der Begleiter. Definitiv nicht. Die labert auch nicht so viel, weil sie auch nicht kann. Ich find's trotzdem auch noch ironisch, dass sie einfach Essen macht und in Genshin wird immer der Begleiter als Essen betitelt. Sie will einfach nicht gegessen werden. Macht uns Essen. Raymon würde nur essen, weißt du? Ja.周囲の変異生物の侵入を防ぐための装置だ。こっちはちょっとトラブルが発生した。そっちは任せた。侵入者。 基地端末機器のご利用ありがとうございます。ご希望の検索中。最新のこれより以前の訪問記録はこの操作には管理人の認証に失敗。基地端末機器のご利用ありがとうございます。検索中システムメール未読一件送信者キリオン同行席この操作には管理人の前の操作画面に戻ります。 基地端末機器のご利用ありがとうございます。この操作には管理人の認証にし基地端末機器のご利用ありがとうございます。端末シャット。こっちは停止成功。ありがとう。少し待ってくれ。 基地端末機器のエラーが発生しました。前の操作の基地端末機器のエラーが発生しました。前の操作が基地端末機器のエラーが発生し異常な操作。ちょっと時間がかかる。これはそこか。 想像は常に破壊を伴う。 私はとっくに慣れている。ましてや機械は不滅だ。私がここにいる限り。 再構築して必要な模具基地端末機器のご利用ありがとう管理人 R それにコアは傷つけていない。ありがとう。もう安全のようです。 Okay. Ja, das ist nicht sehr gut. Ich bin schon auf dem Rendezvous für heute. Ja.
Oh, gut. So, jetzt sollten wir noch, ja, nur noch einen Turm fehlen. Den kann ich leider noch nicht machen. Dafür müsste ich einmal eine Statue upgraden. Und ich brauche dann noch zwei Stück. Ja gut, dann baue ich mir mal so einen Sucher. Ein Suchteil. Schmiedetings. Weißt du, wo mein letzter war in Inuzuma. Wie dein letzter? Von den Oculus. Von Geo? Von den Elektro-Dings. Oh, dachte schon. Das Ding war einfach übers Meer. Ich hatte am Anfang vergessen, mir sie auf der HoYoLab-App einfach alle anzukreuzen. Und ich suchte wie blöd nach dem letzten. Und der letzte war einfach über dem Meer. Oh, cool. Das ist jetzt blöd. Was brauchst du? Stimmt, für den einen Kurs brauche ich so oder so Dings. Irgendeine Quest. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich da machen musste. Das war, wo war denn das? Das war, glaube ich, hier? Nee. Wo war denn das? Habe ich hier was markiert? Ne, das war der Ding, stimmt. Wo war denn das? Das hier? Doch, das müsste das hier gewesen sein. Da gibt es einen Kolosse, aber ich habe keinen Plan mehr, wie ich da hochkam. Da hoch. Da muss ich irgendwas machen. Ja, diese Dinger. Wie war das nochmal? Ich muss diese Vögel, glaube ich, alle in die Richtung packen oder so. Die sind überall auf höheren Bergen drauf. Ich glaube, so war das. Ich bin mir aber gerade selber nicht sicher. Ah, war das nicht für auf die eine Basis hochzukommen? Nee, das ist das dann. Ja, genau. Und da kriegst du auch noch ein Achievement. Wie komme ich da hoch? Das ist aber auch eine Quest gewesen. Glaube auch, ja. Glaubst du, ich habe die sogar angefangen gehabt? Wie krieg ich 100? 100. 100. Auch noch mal. Ich hab ja einen Guide gefunden. Ich guck mal so mal schnell an. Also, wie viel Geschichte sind das nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 707 Rotkerne. Dann hätte ich 8 Rotkerne und nochmal 10. Das heißt 18 Ziehungen.
nochmal. Ja, das sind diese Vögel, genau. Ah ja, die Steinvögel, oder? Ja. Ja, und die muss ich in die richtige Richtung machen. Ich glaube, die mussten alle dorthin schauen. Oh ja. Gut, einen habe ich schon mal fertig. Müsste dort hinten gewesen sein. Das hatte ich sogar schon. Jetzt fehlt mir anscheinend noch.
So, let's go, Hubs. Das ging schnell. Der Wurm ist noch da? Ich bin noch da. Ich teste gerade hier, welche Codes noch durchscannen. Die monatlichen Codes oder was? Ja. Hab ich auch noch nicht eingelöst. Voll, bin oben. Ein Rezept sogar bekommen, ein goldenes. Ah, ich glaube, das ist das Krabbengericht. So, noch zwei Kulis gibt es insgesamt. Einen kann ich noch einlösen, einen hat man immer über. Ja. Und dann bin ich fertig. Ich werde jetzt diesen Sensor bauen gehen. Dafür habe ich gesehen, brauche ich noch vier von den Core-Lapis. Die muss ich jetzt erstmal farmen gehen. Die findest du auf dem einen Berg, wo... Ich weiß noch, wann die findet. Alles gut. Da habe ich ja die Hoyolab. App, Dingsbums. So. Hier sollten so viele sein. Dann abbot hin. Dann war eins. Hol ich gleich am besten gleich 10 Stück. Ja, dann bin ich fertig. Mindestens 9 Stück müssen es sein. Jetzt muss ich am Ende 10 ab. Ich brauche kurz Klima.
So, Zeit ich genug haben. Yep, perfekt. So, anscheinend soll hier ein Opolis sein, in der Nähe. Yep, einer wird umgekehrt. Dann sehen wir an. So. So, das reicht für heute. Oh, da sehe ich sogar direkt schon mal noch eine Kiste. Zwei sogar. Und da haben wir einen Okudi. Das ist dann wahrscheinlich auch mit der Markt wurde. Ich werde für heute aufhören. Morgen ist auch noch ein Tag.